Hallo und herzlich willkommen zu einem Replay eines meiner geilsten Projekte ever, Super Mario Bros. 3. Natürlich die All-Stars-Version, weil sie natürlich feiner aussieht und ein bisschen schöner für das Nintendo, Super Nintendo Entertainment System, ja. Und wir spielen natürlich dieses Spiel komplett, das heißt zu 100%. Das heißt, wir nehmen jedes Level mit auf und ich denke mal, dass es wunderbar laufen wird. Und es wird lustig sein. Ich denke mal, das Projekt machen wir in Schnelle. Okay. Ich habe nur kurz geguckt, ob alles in Ordnung ist. Es leckt ein bisschen, was schon auf Mario Bros. 1 sich bezieht wahrscheinlich. Alles, was auf dem Bildschirm passiert. Ich werde am Ende dieses Projektes zeigen, wo man alle Zauberflöten bekommt. Nämlich, das ist so das Letzte, was ich dann zeigen werde. Der Rest so wird gar nicht gezeigt. Das heißt so quasi so diese versteckten Elemente. Denn das Spiel soll nämlich komplett zu 100% gemacht werden. Das heißt, Zauberflöten und so sind zwar einerseits wichtig, aber sie machen nur das Spiel kaputt. Ich sag mal so. Und das will ich nicht. Wartet. Ein Trick mit... So, und in diesem Spiel ist zum ersten Mal diesen Tanuki-Schwanz. Den gibt es auch nur bei diesem Spiel. Danach gab es ihn ganz, ganz selten. Danach kamen wir erstmal wieder bei Super Mario 3D Land. Und dann ging es weiter. Und das war's eigentlich. Danach kam nie mehr sowas in der Richtung von dem Tanuki-Schwanz. Und dann ab Mario 3D Land war der wieder da. Das ist so komisch eigentlich, weil das gehört zu den coolsten Item überhaupt, der Tanuki-Schwanz oder das Blatt allgemein. Der Tanuki-Schwanz, also dieses Blatt wird auch oft in den Super Mario Bros. Sendungen, kam der so oft vor und dass er dann nicht mehr... Oh, schade. Dass er dann nicht in der weiteren Mario-Spielen nicht mehr kam, war so seltsam und deswegen... Ist das irgendwie sehr komisch, dass man sagt, ja, der Tanuki-Schwanz, den gibt es nicht mehr. Und dann bei Super Mario 3D Land kam der, und dann kam ein neues Item auf jeden Fall bei der Super Mario Bros. Serie. Und zwar das Eichhörnchen-Kostüm, also das Eichhörnchen, ich würde es mal sagen, Eichhörnchen-Pilz oder so. Und ab da entwickelte sich in der Super Mario Bros. Reihe, also allgemein in Super Mario, das Universum neue Items. Da kam auch der Boomerang, Super Mario 3D kam auch der Boomerang Pflanze. Dann kam zum Beispiel bei Super Mario Galaxy der Felsenblock, die Sprungfeder. Die Eisblume und. Also es gibt so viele Items, die schon Wahnsinn. Deswegen, ja, muss man sagen, im Universum von Mario gibt es einiges. Oh, nur ein Pilz. Kann uns in einer Form helfen. Ja, was gibt's Neues auch in diesem Spiel? Es ist ein Replay. Denn ich hab's schon mal aufgenommen, sage ich mal, aber das war damals so freigesprochen und so nicht so qualitativ so wunderbar, wie ich das jetzt machen würde. Und deswegen habe ich mir dann nochmal entschlossen, das nochmal aufzunehmen, da ich über ein Projekt überlegen musste, was ich währenddessen für Rayman ersetzen muss für eine kurze Zeit, denn Rayman läuft kommt bald wieder Ende Oktober, also Ende September wird es wieder definitiv kommen. Ich habe nämlich das Problem für das Rendern gefunden. Ich muss paar Folgen neu aufnehmen. Das heißt, ich muss mir mal wieder die Zeit finden, das aufzunehmen. Ich mach das mal in der Woche oder so für 4 Tage. Das wird nicht so viel sein. Das sind nämlich nur 4 Parts, die betroffen sind. Das war nämlich Part 19, 20 und 21, 22. Und da... Oh. Durch den Lag bin ich jetzt kaputt gegangen.
Ja, diese drei Parts sind das eigentlich, also die vier von 19 bis 23. Denn da habe ich das mit dem Rennen, also mit Fraps, falsch aufgenommen, nämlich auf 29,97 FPS. Und das ist schädlich für so ein Projekt, das muss auf 60 FPS nämlich laufen. Obwohl das nur 30 FPS runterschlägt. Ich müsste das auf 30 FPS nämlich machen. Ich habe es auf 30 FPS und habe gemerkt, es lief nicht gut. Dann nehme ich das nochmal auf 60 FPS rauf und damit die Projekte besser werden. Es hat zeitweise jetzt geklappt mit einem Projekt, was in der Richtung ging. Das war... Welches Konsolenprojekt war das? Metroid lief nämlich so, aber das war mit dem Grabber. Und jetzt habe ich eine TV-Karte und werde auch Metroid RM nochmal später replayen, aber mit besseren Tonqualitäten und besseren Aufnahmeprogrammen. Denn Metroid RM ist ein geiles Spiel, also meiner Meinung, aber dieses Rumgeheule, das von Samus, das geht mir manchmal auch auf die Nerven. Aber sonst ist das Projekt eigentlich, also das Spiel allgemein, richtig geil. Und ich würde mich dann halt freuen, wenn ich das wieder spielen kann. Ui, ein Pilz. Nicht schlecht. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Let's Play 20 Minuten Part aufzunehmen. Pilz. Ach, nichts. Das wird eine... Irgendeine Kreuze zwischen den Sternen und dem Pilz. Ich mache 20 Minuten Parts oder wenn ich hier jetzt früher als 20 Minuten bin, also ich mache eine Welt komplett, je nachdem. Wenn die Welten groß sind, dann ab der dritte wird die Welt nämlich groß und die zweite ist nämlich groß, da mache ich 20 Minuten Parts halt. Das heißt, so lange wie weit ich komme, rush ein bisschen hier auch. Das ist aber bei dem Spiel normal, das ist so ein Spiel, das ist extra gemacht für so einen Rush-Modus. Und wie ihr seht, ich mache ja kaum Fehler. Oh, ich wollte schon mal euch zeigen, wo man die erste Zauberflöte bekommt, aber... Das zeige ich euch dann mal am Ende. Weil dann kommt sie nämlich hier, das weiß ich. Wow. Das Spiel habe ich selber öfter mal zu 100% aufgenommen. Selber öfter mal gespielt. Ich habe mir gedacht, mal einen Speedrun zu machen, aber da muss man sehr intelligent spielen können. Das heißt also, da müssen alle Level sitzen. Und das hier ist, Bum Bum. So nennt man den übersetzt. Bum Bum. Der kommt wieder in Super Mario 3D World wieder vor. Und in den Super Mario Bros. Für 3D. Für den DS, für den 3DS und so. So, mal gucken wir mal, wie gut wir sind hier in Memory. Oh, 20 Münzen, ich bin reich. 10 Münzen. Oh, flasht. Naja, die kommen öfter mal vor, wenn man zeitweise schnell die Levels beendet. Nächstes Level. Und das ist ein Höhlenlevel. Ah, Mann, Mario rutscht doch. Die Soundtracks und die Musik hier in den Spiel mag ich auch ziemlich. Ich wollte ihn, dass er bückt, aber das tut er nicht. Oh. Das ist ein sogenannter, wie nennt man das, ein Power-Springblock oder so. Also das sind Notenblöcke, so nennen die sich, übersetzt. Und wenn man einen von denen schafft, wie jetzt ich das zufällig rausgefunden habe, kann man einiges überspringen. Ich glaube, das Level zur Hälfte oder zu komplett sogar. Level? Level. Ja, zum größten Teil. Ja, ich hab schon sehr weit übersprungen. Ja. Ich hab euch gar nicht das Level zeigen können. Bin ich ein fieser Sack. Oi. Oh, ein Stern. Wieder nur ein Level. Also ein Level abmachen. Wenn man unten hier in diesen drei Kärtchen jeweils sich selber formt, bekommt man einen. 2 für einen Pilz, 3 für eine Pflanze und 5 für 3 Sterne. Ja.
So ist das nämlich. Ja, was kann ich zu dem Spiel noch sagen? Das war das erste Mario Bros., was ich wirklich gespielt habe. Mario Bros. 1 war nicht das erste Spiel, sondern dieses hier, denn ich habe es geliebt und ich habe damit direkt angefangen zu spielen und habe mich quasi in diesem, in dieses Spiel faszinierend verliebt. Und ich finde immer noch, das ist einer der super besten Super Marios überhaupt. Mit Super Mario Bros. 2 kann ich mich am wenigsten identifizieren, weil Super Mario Bros. 2 ja eigentlich Lost Levels ist. Und Super Mario Bros. 2 kam ja nie in Deutschland raus, bis auf halt die All-Stars-Version. Und da kam ja wieder Lost Levels raus und das ist ja nur ein schwereres Super Mario Bros. Spiel. Und merke gerade, es dürbt, leckt. Oh, so ein Hammerbruder, an den wir jetzt. Okay. Hier muss doch ein Pilz sein, das weiß ich doch. Kein Pilz? Nein, okay. Ein Stern, okay. Hier gibt es etliche Hammerbrüder und wenn man die Hammerbrüder besiegt, bekommt man auch Items. Wie hier zu sehen und ja, das ist auch so das typische Element in diesem Spiel. Ich habe langsam keinen Bock mehr, dass es leckt. Es leckt derbe. Läuft es auch wieder. Ja, ich krieg's so hin mit dem. Ich werde mal gleich die Einstellungen ändern und zwar auf 30 FPS. Ich hab's glaube ich auf 60 FPS, was eigentlich scheiße ist. Aber ich muss mal dieses Spiel auf 60 FPS versuchen und merke gerade, ich mache einen dicken Fehler. Und werde das Level jetzt in Ruhe beenden. Und dann. Gucken, wie ich das jetzt machen werde. Und das heißt, ich werde jetzt die Einstellungen ändern und komme gleich wieder. Und dann gucken wir mal, ob das sich besser mit dem Spiel einigt. Dann würde ich mal sagen, ich mache ein Save and Continue. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich es auf 30 FPS runtergeschraubt. Und hoffe, jetzt läuft es mal einigermaßen besser. Wir nehmen dies. Oh, wir haben das Tanuki-Blatt. Geil. Ich denke mal, das Level haben wir jetzt bald sowieso fertig. Und ich merke, es läuft ja besser. Und. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand, so we can change him back. Also ein Tod ist traurig, weil sein König jetzt zu einer Schlange geworden ist. Hm, wer hat denn dafür gesorgt? Und ich sehe, das ist das Bowser-Flugschiff. Und die Musik ist natürlich so geil und diese Levels sind sowieso die schwersten, aber auch die geilsten überhaupt. Das sind nämlich die sogenannten, das sind die sogenannten Fluglevel, würde ich mal sagen, also die Flugschiffslevel und die sind eigentlich mit die größten, schwersten und von der Atmosphäre die besten. Die sind meiner Meinung nach eigentlich die besten Levels, weil sie auch ein bisschen Charakter zeigen und schwer sind. Und schwer muss auch mal das Spiel sein, denn das war jetzt hier gerade keine so schwere Prüfung, obwohl ich jetzt zweimal extrem gefehlt habe. Aber das muss man auf Lex verschieben natürlich, also die Schuld auf den Lex. Und, oh, es ist ein Koopaling, den müssen wir jetzt besiegen. Er hat einen magischen Stab. Und er will mich damit jetzt killen. Oh. Jetzt habe ich ihn aber trotzdem besiegt. So, gucken wir mal, ob wir ihn in der Luft abfangen. Oh, ich habe ihn abgefangen. Aber nicht in der Luft. Aber er springt trotzdem. So in etwa. Ah, mein Gott. Ich brauche für so ein Level nicht lange. Das ist das Problem. Ich hoffe, das springe ziemlich schnell Ende. 8 Parts, 9 Parts, wenn ich maximal brauche. Oder 10. Und danach kommen wieder andere Projekte. Und danach kommt, nach Rayman Origins, kommt ein geiles Projekt. Und das wird lange. Oh, thank heavens, I'm back to hold myself again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Oh, das hat der König gesagt. Greetings, if you see any ghosts, be careful. They will give it a chase if you turn away. I have enclosed a jewel that helps protect your princess and toadstool. Wir haben jetzt irgendwas bekommen von der Ollen.
Wir sind jetzt in dem Wüstenlevel. Ich würde mal sagen, wir beenden hier den Part. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Super Mario Bros. 3. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.